Ja. Hallo? Was Schlupa denn? GmbH. Ja, aber nicht jetzt. Kommen Sie mal. Sie sind am Schlafen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Schnipselparty. Wir haben heute wieder jede Menge einzelne kleine Telefonschnipsel für euch vorbereitet, die nicht für ein ganzes eigenes Telefonat gereicht haben, aber doch trotzdem ziemlich lehrreich und aufschlussreich sind, was wir da eigentlich genau für Menschen am Telefon haben. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung sowie jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen einzelnen Telefonschnipseln. Na Hallo, bitte. wunderschönen guten Tag, hier Gerald. Am Apparat ist Frau Schwarz, Frau ist CryptoCode. Bei uns haben Sie sich angemeldet und Interesse auf Kryptowährungen gezeigt. Und da rufen Sie auf den Sonntagmorgen an. Haben Sie irgendwie einen Lattenschuss? Ja, also melde mich um Sonntag. Wenn Sie beschäftigt sind, können wir das verschieben, kein Problem. Ja, ich sitze gerade auf dem Klo Auf und dem presse Werktage, Wurst Sie sind raus. auch nicht erreichbar. Sie sagen, Sie sind beschäftigt, Sie arbeiten nicht. Also, wann müssen wir anrufen? Werktage geht's nicht. Ruhetage auch Ja, aber nicht. doch nicht sonntags. Ja, aber wenn ich rufe Montag, Sie sagen, ich bin in Arbeit, bin ich beschäftigt und Sie legen auf. Und sind Sie wieder nicht erreichbar. Ja, dann ist das so, Ja? richtig. Ist das so? Sie sind. Tja, schon der absolute Wahnsinn. Die Betrüger, die rufen tatsächlich bis zu 7 Tage die Woche an. Ist egal, um welche Uhrzeit oder an welchem Wochentag. Es spielt keine Rolle, ob ein Feiertag ist. Die Betrüger arbeiten trotzdem, denn Geld zu holen ist genau dann erst recht, wenn alle zu Hause sind. Dann ist die Chance, dass da jemand ans Telefon geht, wohl deutlich höher. Tja, noch ein Indiz mehr dafür, dass man da definitiv besser einfach nicht rangehen sollte. Denn dann verplempern sie wenigstens ihre Zeit auf dem Wochenende. Ja, hallo. Da spreche ich jetzt mit Gerold Enson. Super, freut mich, Sie zu erreichen. Mein Name ist Christa Schulz und ich bin Verteidigerin. Tja, und dann ist wohl die Verbindung abgebrochen bei der netten Tante. Sie ruft aber direkt gleich nochmal an und behauptet dann, dass ich einfach aufgelegt hätte. Habe ich aber nicht. Tja, so ist das halt. Wahrscheinlich konnte sie einfach nur nicht mit ihrer Telefonleitung umgehen oder die Leitung ist halt einfach zusammengebrochen, weil da viel zu viele Leute an der einen Internetleitung hängen. Ja, guten Tag. Warum haben Sie aufgelegt oder etwas wurde mit Verbindung? Ich habe nicht aufgelegt. Also, Herr Enson, mein Name ist Christa Schulz und ich bin Vertreterin von Firma Fintegral. Vor ein paar Tagen, Sie waren auf unserer Website. Es geht um passiven Einkommen. Ja, und also ich bin hier, um Ihnen alles kurz und knapp zu erklären, wie Sie können mit diesem Programm Geld verdienen, auf dieser Plattform und natürlich mit der Aktivierung Ihren Handelskonto helfen. Okay? Super, Herr Enson, sagen Sie mir bitte zuerst, ob haben Sie schon irgendwelche Erfahrungen beim Wirtschaftsmarkt oder ist es alles noch neu für Sie? Herr Enson, haben Sie irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich? Haben Sie keine, ja? Okay. Und also ist es, wenn es alles neu für Sie ist, dann also sagen Sie mir bitte, warum suchen Sie überhaupt nach passiven Einkommen? Vielleicht hat irgendwelche Ihrer Bekannte uns Ihnen geraten, oder? Herr Enson, können Sie mich hören? Ich höre Sie nicht. Antworten Sie bitte was. Herr Enson, was ist los? Tja, und dann war unsere nette Zauberpüppi hier schon wieder weg aus der Leitung. Tja, aber sie hat sich's natürlich nicht nehmen lassen, uns nochmal mit ihrer Anwesenheit zu beehren. Tja, und den Teil hört ihr jetzt. Ja. Herr Enson, sagen Sie mir bitte, ob können Sie mich hören, weil etwas wurde mit Verbindung. Ich kann hören. Super, super, Herr Enson, Sie haben Interesse an unserem Projekt mit also passiven Einkommen. Sie waren auf unserer Website, stimmt das? Weiß ich nicht. Wie bitte? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht, das war vor ein paar Tagen. Herr Enson, also ich erkläre Ihnen, wie das alles funktioniert, okay? Und dann machen wir die Aktivierung von Ihrem Handelskonto, weil auf jeden Fall Sie waren auf der Website. Okay? Aha. Super, super, Herr Enson. Also machen wir auf solche Weise. Sagen Sie mir bitte, warum suchen Sie nach passiven Einkommen?
Also vielleicht haben Sie irgendwelche finanzielle Ziele. Wollten Sie nicht irgendwelche Informationen geben? Weil im Moment stellen Sie nur Fragen. Natürlich, ich gebe Ihnen ganze Informationen. Ich zeige Ihnen wieder die Website, okay? Sie wollten mir doch erstmal Informationen geben. Super, super, Herr Anson. Also ich erkläre Ihnen das alles und prüfen wir zuerst also Ihre E-Mail-Adresse. Bei mir steht keine Information so. Geben, was Sie machen. Wie bitte? Das ist keine Information geben, was Sie machen. Herr Anson, ich muss Ihnen das auf jeden Fall per E-Mail schicken und jetzt möchte ich mit Ihnen das prüfen. Also was für eine, ob haben Sie richtig bei uns angemeldet? Tja, und dann war unsere Intelligenzbestie schon wieder verschwunden. Tja, weiß ich auch nicht, wie die das geschafft hat, so oft die Leitung nacheinander abbrechen zu lassen. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass er einfach nur eine billige Internetleitung benutzen und da schon so viele Leute auf der Leitung telefonieren, dass, ja, die Leitung irgendwann mit dem Datenvolumen überlastet ist. Kann eine Möglichkeit sein. Vielleicht liegt es auch einfach nur wieder an der Schrotttechnik. Oder aus dem Land, von wo sie anrufen. Aber, naja, am Ende, dass das hier nicht seriös ist, glaube ich, braucht man gar nicht weiter darauf eingehen. Das hat sich ja hier sehr, sehr gut von alleine gezeigt. Aber schon Wahnsinn. Zumindest hat sie es ein paar Mal probiert. Hier hat sie jetzt auf jeden Fall nicht mehr weitergemacht und das dann auch sein gelassen. Und deswegen hören wir jetzt einfach ins nächste Gespräch rein. Ja. Hello, sir. This is customer service from USG Forex. And we've seen your registration in our official website. We would like to confirm with you. Do you have any account manager or ID? From USG who are in contact with you already? Hmm. Yes? Hmm. Do you have any account manager? Hmm. Okay, I will send you an email later. Hmm. And thank you for taking our call. Thank you. Have a nice one. Goodbye. Hmm. Also welchen tieferen Grund dieses Gespräch jetzt hier haben sollte, kann ich euch auch nicht erklären. Manchmal sitze ich hier gerade selber wieder, wie so oft, absolut ratlos an meinem Bildschirm und weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur unterirdisch. Die rufen an, können die Sprache nicht, versuchen es einfach mal auf Englisch, ja, und rattern ihren Text darunter. War aber schön, dass er mir noch eine E-Mail zuschicken wollte. Tja. Die kam aber übrigens nicht an. Wahrscheinlich hatten sie wieder irgendeine Fake-Adresse von mir, die sowieso nicht funktioniert hat. Ja, aber da frage ich mich wirklich, was hatte dieses Gespräch jetzt überhaupt für einen Sinn? Denn Sinn habe ich hier gar nicht entdeckt. Max? Felix? Was denn? Hallo? Ja, was denn? Guten Morgen! Ja. Mensch. Und zwar, ich rufe Sie aus Finanzmarkt an. Sie haben sich ja vor kurzem angemeldet, weil ich bin Ihr Kontoberater. Mhm. Mhm, ich bin der Jan Oswald. Und zwar, also, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nö. Nein, haben Sie nicht? Mhm. Das ist nicht schlimm, weil, also, Sie kriegen auch Hilfe aus unserer Broker-Abteilung, ne? Gleichzeitig würden Sie also ein Lernsystem aus unserer Seite kriegen und also praktisch treten, sage ich jetzt mal. Mit welchem Betrag möchten Sie jetzt anfangen? Na? Keine Ahnung. Mit 250 vielleicht, wenn Sie ein Anfänger sind? Nö. Nee? Mehr? 500? Nee. 1000? Mm-mm. Gar nicht. Ich würde mal 20. So 25 machen, ja. 25 Euro? Mhm. Nee, das geht gar nicht. Doch. Das ist ja zu wenig. Das ist ja zu wenig. Mindestbetrag fängt mit 250 an. Und warum? Na, und also was machen Sie eigentlich beruflich, wenn Sie also 25 Euro einzahlen möchten? Kaffeesatzleser. Achso. Freut mich sehr. Hm. Und also im Moment haben Sie ja, was für Zahlungsmethode haben Sie eigentlich? Eine schöne. Was? Eine gute. Was? Felix, du Arsch, Alter, willst du mich verarschen, oder was? Klar. Also, wer ist denn Felix? Kennt jemand einen Felix? Gibt's bei den anderen Scambait noch einen Felix? Also, ich meine, den netten Typen, den hatten wir ja hier schon des Öfteren mal dran. Zu hören an seinem Slang. Namen hat er ja immer mal wieder einen anderen.
Weiß nicht, ob der auch schon vielleicht bei verschiedenen Firmen telefoniert hat. Naja, aber von seriös sind wir hier ziemlich weit weg. Es ist ja wirklich total plump. Er rotzt seinen Namen dahin, der absolut nicht glaubwürdig ist. Dann erzählt er was davon, dass er ja bei so einer Tradingbank arbeitet und ob ich Erfahrung habe. Fragt gar nicht so wirklich definiert, worüber ich Erfahrung haben sollte. Und ja, dann kotzt er direkt hinterher, welche Zahlungsmöglichkeit. Ja, und dann hält er mich noch für irgendeinen Felix. Weiß ich nicht. Wieder so ein ganz interessantes, creepy Gespräch. Ja, bitte. Guten Tag, hier ist Martin Lenz aus dem Hause Obermarkt. Jetzt, hallo. Habe ich da dran? Ich habe es jetzt da kurz nicht verstanden, was sagen Sie? Ja, wen habe ich da dran? Martin Lenz ist mein Name. Aus dem Hause Obermarkt, jetzt melde ich mich. Ich spreche mit dem Herrn Analum. Herr Analum, ich melde mich wegen, Sie haben ja appliziert für mehr Informationen über ein Trading-Konto bei uns im Hause. Ich bin der Trader aus dem Hause, bin derjenige, der zuständig sein sollte, Ihnen offene Fragen zu beantworten, behilflich zu sein, das Konto einzurichten und, und. Jetzt weiß ich von der Zeit aus her, ich bin einfach reingeplatzt, nicht, dass ich am Stören bin. Ich sag von der Zeit aus her, nicht, dass ich am Stören bin. Ja, geht so. Sagen Sie mir, Sie haben ja appliziert für ein Trading-Konto bei uns im Hause. Darf ich Ihnen fragen, haben Sie allgemeine Erfahrungen, was das angeht? Nö. Soll ich Sie zu einem anderen Zeitpunkt kontaktieren, Herr Analum, oder soll ich Sie gar nicht mehr kontaktieren? Ist mir egal. Ich sehe. Wie alt sind Sie denn, darf ich fragen? Sie sind 99er Baujahr, oh mein Gott. Hat sich erledigt, die Sachen. Schlafen Sie weiter, gehen Sie zur Schule, Mann. Sehen Sie einen anständigen Job. Wieder. Ja, dieser nette Betrüger hat wirklich zu mir gesagt, ich soll mir einen anständigen Job suchen. Tja, ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Von solchen Leuten. Ich weiß es auch nicht, was der jetzt damit bezwecken wollte und was dieser ganze Anruf überhaupt bringen sollte. Ich meine, der konnte ja jetzt hier tatsächlich mal flüssig Deutsch. Ob der wirklich Deutscher ist, bezweifle ich fast. Der wird auch wieder irgendwelche Wurzeln woanders haben. Tja, aber weiß ich nicht. Ich meine, professioneller hat es ja schon mal von der Stimme zumindest geklungen, weil der Akzent nicht so furchtbar war. Macht aber letztendlich den Anruf trotzdem nicht seriöser. Ich meine, so wie er das da alles hingerattert hat, ist ja vom Prinzip genau das gleiche Skript wie bei all den anderen Betrügern. Tja, da unterscheiden die sich dann am Ende doch nicht. Das Prinzip des Diebstahls und des Betrugs bleibt ja irgendwie immer der gleiche. Nur die Stimmen ändern sich. Naja, und der Slang und der Akzent, aber im Grunde genommen ist es ja dann doch immer das gleiche. Ja, aber der war ja jetzt hier natürlich sehr, sehr nett. Vor allem frage ich mich, wie der auf das Baujahr gekommen ist mit 99, habe ich ihm ja gar nicht gesagt. Könnte gewesen sein, dass das in der E-Mail-Adresse drin gestanden hat, aber nur weil jetzt die Zahl 99 in der E-Mail-Adresse mit eingebaut ist, ist es ja nicht automatisch gleich das Geburtsjahr. Hat er wohl einfach drauf geschlossen und deswegen dann das Gespräch beendet. Ja, aber selbst wenn 99, dann wäre ich trotzdem alt genug zum Traden. Ich weiß es nicht. Einfach nur unfassbar dumpf und dämlich. Aber man kennt es ja nicht anders von den Betrügern. Hallo? Ja, guten Tag. Brigitte Döber am Apparat von Top Trade Unternehmen. Können Sie mich zuordnen? Nee. Okay, ist kein Problem. Ich helfe Ihnen ganz kurz. Also es geht hier bezüglich über Online-Handel, Online-Trading. Wir handeln mit Forex, Kryptowährungen, Einzelaktien und so weiter. Was ich Ihnen momentan anbiete, ist nur ein Testgeschäft, um Referenzen zu schaffen. 2 bis 4 Wochen lang. Thema ist Geld zu verdienen. Sie wissen jetzt konkret, um was es hier genau geht? Hallo? Bitte? Ja, was denn? Wissen Sie konkret, um was es hier genau geht? Ja, um Betrug. Was für ein Betrug? Na, Sie. Wie können Sie sowas sagen? Ja, mit dem Mund sagt man sowas. Wie bitte? Mit dem Mund sagt man sowas. Was hat das damit zu tun? Und wenn Sie fragen, wie man sowas sagen kann, mit dem Mund. Also, es geht hier nicht um Spaß. Grund des Anrufes, weil Sie Interesse haben. Hören Sie mich lachen? Haben. Wie bitte? Hören Sie mich lachen? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Sie sind ein Psychopath. Ja. Na gucke, Psychopath hatten wir tatsächlich auch noch nicht. Ja, aber dass das hier wirklich kein Spaß ist, das ist klar. Denn es ist Betrug. Ernst ist das ja auch nicht. Es ist und einfach nur Betrug. Da gibt es keine Ausrede. Denn erstens rufen die immer ohne Erlaubnis an. Ich habe das nie genehmigt, dass hier bei mir einer auf der Leitung anrufen kann. Und das Telefon klingelt den ganzen Tag. Also von daher weiß ich nicht. Ja, und dann, das, was sie einem da verkaufen wollen, ist ja mal mehr als unseriös.
die tollen Trading-Produkte. Tja, da weiß man von Anfang an eigentlich, wenn deine Trading-Firma am Telefon ist, die unangekündigt anruft, das muss Betrug sein. Keine seriöse Firma ruft euch einfach mal so an. Guten Tag. Hallo, einen schönen Tag. Ja. Tut schon, oder? Ja. Hey, Masan, das ist am Apparat. Heißt uns alles gut bei Ihnen? Alles natürlich. In Ordnung? Ja. Das freut mich sehr. So, ich rufe Sie an als ein Signalgeberin wegen der Rückfragen über Finanzinformationen. Ich wollte sehr gerne mit Ihnen die neuesten Gelegenheiten über Finanzmarkt teilen. Sind Sie schon bekannt mit diesem Thema? Nein, wir haben uns noch nicht gegenseitig vorgestellt. Es geht über Finanzmarkt, über Krypto, Forex, Aktien und so weiter. Es ist eine Online-Möglichkeit, Profite zu generieren oder zu machen mit diesen Instrumenten. Das finde ich aber auch sehr interessant. Das hört sich sehr gut an. Da kann man auf jeden Fall die Zeit ein bisschen mit totschlagen mit diesem Thema. Also wenn Sie möchten, ja. Sie fortfahren. Haben Sie schon Erfahrung, Herr Tutschen? Haben Sie schon etwas probiert? Wie bitte? Haben Sie schon Erfahrung mit Finanzmarkt? Haben Sie schon eine Investition gemacht oder etwas anderes? Ja, ja. Also gestern, als ich am Elektrozaun gelutscht habe, da habe ich schon mal eine Erfahrung gemacht, ja. Ach so. Sind Sie zufrieden mit Investitionen, die Sie gemacht haben? Nee, wieso? Weil da war ja gestern so. Der Elektrozaun. Also mir wirklich sehr leid. Heißt die Geschichte, weil da war ja dann, kam dann Pferd und dann war vorbei. Ja, so Sie haben nur Geld verloren, oder? Nee. So. Nee. Meine liebe Herr, es geht über Krypto, Forex, ja. Aktien ja. und so weiter. Zum ja, Beispiel, Sie machen eine Investition. Sehr gut. So, Sie haben Erfahrungen mit Finanzmarkt, ja? Sie haben schon etwas probiert? Nee, also ich habe da jetzt noch nicht. Ich habe das jetzt nur am Zubeiten ja. So, meine liebe Herr, kein Problem. Wir haben sehr viele neue Klienten, die handeln wollen, aber wissen nicht, wie man anfängt. Deswegen bekommen Sie unseren Anruf. Also, wir bieten wollen. Hier... Noch einmal? Was denn für Handeln? Können Sie bitte lauter sprechen? Ich habe nicht sehr gut akustisch gehört. Na, was denn für Handeln? Es geht, ich wollte sehr gerne Ihnen einen Weg zu zeigen, wie können Sie ein passives Einkommen zu generieren und wie es ist, mit einer regulierten und lizenzierten Firma zu arbeiten. Hm. Verstehen Sie das? Hm. Ich glaube, Sie wissen, was jetzt in der Welt zwischen Russland und Ukraine passiert ist. Es ist ein Krieg. Jetzt haben wir eine goldene Gelegenheit mit Gas. Sie wissen ja schon, dass am meisten Europa kauft Gas von Russland. Jetzt wegen dem Krieg, der Preis von Gas wird verrückt. Nee, das ist ja gelogen. Das ist gelogen, das stimmt nicht. Was stimmt nicht, bitte? Der Gaspreis hat nichts mit dem Krieg zu tun. Also nicht mal 1% davon. Aber ich habe hier Statistik, dass... Europa kauft Gas von Russland und jetzt wegen dem Krieg die Preise von Gas wird zurück nach oben steigen. Nee, das heißt, sie können Gas... Als Spekulanten, so wie, ja, wie das hier. Die sind daran schuld, dass die Preise hochgehen, aber mehr nicht. Ja, Sie haben diese Gelegenheit, Herr Tutschen, und ich wollte sehr gerne Ihnen unsere Arbeit präsentieren. Naja, ist ja keine Arbeit, ist ja alles gelogen. Tja, also die hat ja auf jeden Fall mal eine sehr interessante Stimme gehabt. Tja, aber viel intelligenter ist sie dadurch auf jeden Fall auch nicht gewesen. Ja, was will man eigentlich erwarten? Also, wenn mich so eine Firma anruft, also erstmal erwarte ich ja eigentlich grundsätzlich nichts, weil wenn man nichts erwartet, dann kann man nicht enttäuscht werden, aber erstmal erwarte ich ja eigentlich gar keinen Anruf. Da fängt es ja schon an. Und dadurch, dass ich die nun schon mal in der Leitung habe, ja, also könnte die ja sich vielleicht auch ein bisschen Mühe geben, mich zu überzeugen. Tja, aber sobald man nicht dem Skript entspricht, hat sich der Verkauf eigentlich schon erledigt. Ist auf jeden Fall grundsätzlich positiv zu werten, denn wenn die schnell von alleine auflegen, bescheißen die so hoffentlich einige Leute weniger. Daher natürlich hier gleich nochmal die passende Bitte. Teilt gerne die Videos mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten in Social Media oder direkt im Chat in WhatsApp. Umso mehr Leute von den Videos wissen, umso weniger können hier leider die falschen oder falsch-richtigen Antworten geben, damit das Gespräch halt ein bisschen länger geht als hier. Aber... Ja,
Den Schnipsel habe ich euch mal drin gelassen, weil der war nur besonders komisch wieder. Ein ganz kurzes Hallo sollte das, glaube ich, darstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall sehr ultra undeutlich, aber er hat direkt wieder aufgelegt. Tja, könnte wohl daran gelegen haben, dass ihm dann wohl beim Vorlesen oder beim Lesen des Namens direkt aufgefallen ist, dass wir uns wohl schon kennen. Anders kann ich mir solche kurzen Schnipsel nicht vorstellen. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? Betrüger. Wie bitte? Du bist ein Betrüger. Ich bin ein Betrüger? Ja. Und was sind Sie denn? Ich bin kein Betrüger. Sie? Ah, Sie sind kein Betrüger? Ja. Es freut mich, kein Betrüger. Ja. Aber ich bin kein Betrügerin. Doch. Ich muss ehrlich sein. Doch. Warum sprechen Sie so? Haben Sie vielleicht ein Problem mit Ihrem Mund? Nein, aber du bist Betrüger. Also, woher haben Sie diese Meinung bekommen? Von uns bekommen? Kam von Aldi. Nochmal? Dann habe ich bei Aldi eine Kasse gefunden. Was haben Sie gefunden? Bei Aldi. Okay, warten Sie kurz. Ja, nochmal bitte. Können Sie ein bisschen deutlicher sprechen? Wunderschönen guten Tag! Ha! Sie Hallo. Sind sehr höflich! Hallo! Woher Hallo. Kommen Sie? Woher kommen Sie? Von draußen, jetzt bin ich drin. Woher kommen Sie? Von draußen, jetzt bin ich drin. Wie alt sind Sie denn? Alt genug. Alt genug? Ja. 90? Sag ich nicht. Wann sind Sie geboren? Wann? Wann? Ja, wann? Ich frage Ihnen, was? Im 20. Jahrhundert. Oh. Wie hat Deutschland Ihnen akzeptiert? Na, hier können doch alle gratis herkommen. Wie hat Frau Angela Merkel Ihnen akzeptiert? Den gibt's doch gar nicht mehr, den Merkel. Jetzt ist doch die Olaf da. Olaf Scholz! Herr Olaf, wie hat er Ihnen akzeptiert? Nee, Frau Olaf. Frau Olaf hat gesagt, guten Tag, jetzt sind Sie da. Also, in welchem Staat leben Sie gerade? In welchem Staat? Ja. Im freien Staat der Jugoslawen. Jugoslawen? Ja. Haben Sie Geld, lieber Herr? Nee. Ich auch. Auch kein Geld. Deswegen, ich arbeite mit Economics, um Geld zu verdienen. Um Leute zu betrügen? Nein. Doch. Was ist das? Das ist illegal. Wie kann ich die Leute Doch. Betrügen denn? Ihr bescheißt die Leute. Wie bitte? Ihr bescheißt die Leute. Ich? Persönlich ja. Ich nicht. Ja. Nein, aber... Doch. Sie können bei uns Doch. Kommen. Doch. Wir sind nee. Schon in Schweden. Mhm. Wir haben auch unser Büro in Deutschland. Sie können auch... Ja. In der Gossestraße 575 hinter der rechten Pissecke links. Nein. Nee? Es ist falsch. Oh. Sind Sie gay vielleicht? Nein. Und Sie? Nein, aber ich kann jetzt sagen, dass Sie gay sind bestimmt. Ja, aber Sie auch. woher haben Sie es gemerkt denn? Ja, weil Sie sprechen wie ein Schwul. Ich spreche wie ein Schwul? Ja, Sie sprechen wie ein Schwul. Was für eine Koinzidenz ist das? Sie sprechen auch wie ein Schwul? Nee. Ja. Nee. Ja, nein, ja, ja. Nein. Nein, ich wüsste das nicht. Sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Nee. Bestimmt nicht, Sie sind ein Schwul. Nee. Ja. Ich bin ein Schmetterling. Ein wunderschöner Und? Schmetterling. Sie sind ein Schmetterling? Ich bin gerade in meinem Kokon. Ein Schwul-Schmetterling, denn? Ein wunderschöner Schmetterling in meinem Kokon. Nein, ein Schwul-Schmetterling. Nein. Doch. Nein. Und ich wünsche Ihnen Happy Pride Month und ja, einen schönen Tag noch. Das wünsche ich dir nicht, du Betrüger. Ja, da haben wir wieder eins von den ganz, ja, weiß ich nicht, Gesprächen. Tja, sowas passiert hier tatsächlich auch des Öfteren auf der Leitung. Da ruft irgendeine Betrügerin an und macht das, was sie da gerade tut. Tja, also hier ging es ja eigentlich schon von Anfang an des ganzen Gesprächs nicht um den Verkauf. Hier ging es von Anfang an eigentlich nur um Blödsinn. Naja,
Also es viele Betrüger, die nutzen ihre Pausenzeit, glaube ich, auch gerne mal, um hier anzurufen. Beziehungsweise weiß ich nicht, was die da machen. Oder ihre Arbeitszeit ein bisschen verschwenden und sitzen ihre Zeit ab. Und wenn sie nichts zu tun haben, rufen sie ein bisschen bei der Scambaiter an. Ich weiß es nicht genau. Aber das kommt dabei raus, wenn man solche Leute am Telefon hat. Ich meine, gut, die war ja jetzt wenigstens mal halbwegs. Na, nett will ich jetzt nicht sagen, aber fröhlich. Nennen wir es einfach mal fröhlich. Die hat auf jeden Fall Spaß bei der Arbeit. Ist nicht gut, dass sie das hat, weil eigentlich wäre es schön, wenn sie da den ganzen Tag sitzt und heult bei dem Job, den sie tut. Denn eins dürfen wir hier nie vergessen. Egal wie lustig die Gespräche sind, es ist und bleibt Betrug, was sie da versuchen. Also jetzt hier nicht in dem Fall, aber normalerweise wollen sie die Leute nur betrügen und um ihr Geld prellen. Und oftmals ist es nicht wenig Geld, um das es da geht. Ja, hallo? Hallo? Ich nix hören? Ja, und hier hat man ja direkt gehört, dass die Leitung zusammenbricht. Das kann tatsächlich das ein oder andere Mal, auch wenn es jetzt hier vielleicht nicht exakt so war, aber es kann sein, dass es auch ein Ping-Call war. Also Ping-Calls sind Anrufe, wo einfach bei euch mal das Telefon klingelt und keiner dran ist, nur um zu gucken, ob euer Anschluss besetzt ist. Also im Sinne von besetzt, also vergeben. Ne? Also ob die Rufnummer funktioniert, ob da jemand rangeht. Und geht da jemand dran, wird das gerne mal irgendwo abgespeichert, dass dieser Anschluss benutzt wird. Ja, und somit hat so eine Telefonnummer natürlich einen höheren Verkaufswert. Das habe ich hier auf dieser Leitung tatsächlich ganz, ganz oft. Dass hier einfach mal das Telefon klingelt und keiner ist dran. Also auch nicht kurz zu hören, sodass sie das Mikrofon ausmachen würden. Und man hat dieses kurze Störgeräusch am Schluss gehört. Könnte vielleicht auch ein Verbindungsabbruch sein. Aber es spricht doch alles dafür, dass es ein Ping-Call ist, um abzuchecken, ob die Telefonnummer noch besetzt ist. Also, ihr wisst, was ich mit besetzt meine, ne? Ja. Hallo, schönen guten Tag, Anna Frau Sommerverein. Ich spreche gerade mit dem Jahr Supengum. Sieht so aus. Ja, und dann war unsere nette Betrügerin schon wieder direkt weg. Weiß ich nicht, woran das manchmal liegt. Also, es gibt ja auch Mitarbeiter, die da aufpassen, was die, Betrüger da so alles machen sollen. Also sind die Mitarbeiter, die da plötzlich in der Telefonleitung auftauchen. Weiß ich nicht, ob hier das Gespräch einfach nur wieder abgewürgt wurde oder ob die Leitung einfach nur nicht funktioniert. Ist ja auch ganz oft so bei den Betrügern, dass die einfach nur die schlechteste Technik benutzen für den Fall, dass das Callcenter irgendwann mal vom SEK besucht wird und das ganze Ding gestürmt wird. Ja, dann sollte da natürlich nicht die teuerste Technik rumstehen, denn so kostet der Betrug wenigstens nicht viel. Ja. Einen schönen guten Tag, spreche ich mit dem Herrn Rainer Vaginal. Sieht so aus. Ich grüße. Ja und? Hallo, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ah, wie geht's Ihnen? Michael Grünberg hier von der Deutschen Group. Ich rufe an bezüglich Ihrer Anfrage. Sie haben eine Anfrage an uns bezüglich Investmentmöglichkeiten mit riesigem Aufwärtspotenzial und kleinem Risiko. Leuchtet das eine Glocke? Nee, hab keine Glocke. Super. Grund für den Anruf heute, Herr Vaginal. Wir haben jetzt eine Kryptowährung entdeckt, Metaverse X, in der man intern Immobilien kaufen kann auf virtueller Ebene, die sofortiges Patent erwartet. Ihre Profite bei einem Investment von 5.000 Euro sind aufwärts von 50.000 Euro. Das haben Sie aber schön abgelesen. Ganz nebenbei, Herr Vaginal, unsere Analysten indizieren, dass diese Patente noch weitaus höher sein können. Ja und? Das einzige Problem, was Sie haben werden, Herr Vaginal, ist, dass Sie nicht mehr gezahlt haben. Sind Sie mit dabei? Wobei? Mit dem Investor. Welches? Für Metaverse. Was habe ich davon? Lassen Sie mich kurz an meinen Manager weiterleiten, der wird Ihnen das Ganze noch einmal erklären. Ja, eine Sekunde. Einen schönen guten Tag. Mit wem spreche ich? Mit dem, den Sie angerufen haben. Mit dem Herrn Rainer Vaginal, stimmt das? Ich grüße, wie geht's Ihnen? Ganz schnuckelig. Ganz schnuckelig, sehr schön, super. Ich rufe an bezüglich der Anfrage, die Sie uns geschickt haben an der Deutschen Group. Sie haben sich bei uns angemeldet, um in Bitcoin zu investieren. Habe ich das, ja? Ja, haben Sie gemacht. Sie haben Ihre Online-Daten eingegeben. Es hat Sie gerade der liebe Michael angerufen. Super Bursche. Der muss noch ein bisschen an sich arbeiten, aber prinzipiell macht er das super. Sie bekommen von uns einen Account-Manager zur Verfügung gestellt. Erinnern Sie sich daran? Nee. Sie haben Ihre Daten bei uns eingegeben, um Geld zu investieren. Ja. Haben auf Sie welcher Seite denn? Investmenterfahrung? deutschegroup.org. Wahrscheinlich haben Sie die Werbung in der Höhle der Löwen gesehen. Die Domain gibt's nicht.
deutsche-group.org. Das haben sie nicht gesagt. Haben sie es gefunden? Violett gerade. Kenne ich nicht die Seite. Kennen Sie nicht? Haben Sie sich eingeloggt? Vielleicht ist es ein Zeichen von oben, dass Sie sich jetzt einfach bei uns eingeloggt haben. Wie der liebe Michael, ich bin nebenbei, mein Name ist Leonard Fürs. Der liebe Michael, der hat Ihnen jetzt, glaube ich, schon kurz davon erzählt, was für ein Investment. Haben Sie irgendwelche Erfahrungen mit Investments gemacht? Aktien oder sonstiges? Nee. Noch nicht? Mm-mm. Was machen Sie beruflich? Kaffeesatzleser. Ah, sehr schön. Ja, und haben Sie denn irgendwelche Wünsche oder Träume im Leben? Nö. Sie haben keine Wünsche, keine Träume? Nö, ich bin zufrieden. Sie sind zufrieden? Mhm. Jedenfalls schauen wir hier aktuell auf eine Münze. Wie gesagt, haben Sie schon mal vom Metaverse was gehört? Nee. Das ist diese neue Technologie, da nimmt man, da hat man virtuell, kann man Immobilien kaufen, NFTs, man kann unfassbar viel Geld machen und wir haben jetzt ein Investment geplant, bei dem man das Kapital knapp verzehnfachen wird. Heißt, bei einem Investment von 5.000 Euro kommt man hoch bis zu 50, was unsere Analysten mitgeben, könnte sogar noch ein bisschen mehr werden. Und dadurch, dass Sie sich angemeldet haben, wollte ich Sie fragen, ob Sie da mitmachen möchten. Nee. Herr Vaginal. Nee. Möchten Sie nicht mitmachen? Richtig. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes Leben. Ja, wünsche ich mir auch. Danke, tschüss. Mhm. Ja, der Herr Vaginal am Apparat. Und ihm wird ein schönes Leben gewünscht. Recht komisches Ende. Also dieses Callcenter, vor allem mit dem netten Burschen hier am Telefon, der muss noch ein kleines bisschen an sich arbeiten. Oh mein Gott. Also der erste. Klang ja jetzt schon mal nicht ganz so scheiße wie das, was wir hier sonst an der Leitung haben. Der zweite jetzt auch nicht. War schon von der Professionalitätsstufe so ein halbes Dreiviertel höher als sonst. Also nicht nur einen halben Meter Feldweg, wir können vielleicht mal auf ein halb Dreiviertel erhöhen. Aber letztendlich, was soll das hier? Das ist trotzdem nur Betrug. Die Firma ruft an, ohne dass sie es darf. Sie dürfen einfach nicht anrufen. Und er hat es ja hier selbst gesagt. Das Ganze ist aus der Werbung von der Höhle der Löwen. Und dieser schönen Betrügermasche haben wir euch ja schon ganz, ganz oft hier erzählt. Tja, aber es scheint ja immer noch zu laufen. Das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Das nimmt einfach kein Ende. Ich mache das jetzt ja schon über ein ganzes Jahr. Wenn ihr das hier hört, dann ist schon anderthalb Jahre wahrscheinlich. Aber trotzdem, es ist einfach nur noch traurig, dass sowas funktioniert. Und die werden ja teilweise manchmal auch ein bisschen besser. Da sitzen ja nicht nur absolute Vollklumpen. Da sitzen auch mal ein paar Intelligente und so einer wie der hier, auch wenn er ein bisschen einen komischen Slang hatte, so einer hat definitiv Erfolg, da bin ich mir sicher. Also ohne, dass ich da jetzt drüber nachdenken muss. Bei den anderen, da sind wir uns ja wirklich nicht sicher, wie das überhaupt funktionieren kann, dass da überhaupt einer am Telefon bleibt, bei dem Assi-Slang, den wir hier immer hören. Aber der hier, der war zwar auch doof, aber intelligent doof, fand ich jetzt, zumindest von der Ausdrucksweise, hat der sich jetzt nicht schlecht geschlagen. Und hier bin ich mir ganz sicher, dass der das ein oder andere Opfer jeden Tag findet. Tja, der liebe Micha oder wer da zuerst dran war? Naja, der fängt dem Anschein nach gerade den Job erst an. Und ihm wurde der Hörer quasi weggenommen. Wahrscheinlich hat der nette andere Typ hier schon wieder die ganze Zeit zugehört, was ebenfalls nicht legal ist, ohne den Kunden darüber im Vorfeld zu informieren. Krass, wie immer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Mit dem Däumchen kennt ihr euch aus und dem roten Knopf ja sowieso, sofern der rot leuchtet. Wenn da kein roter Knopf ist, muss das alles so bleiben, wie das da ist. Findet ihr einen roten Knopf, dann drückt mal direkt da drauf. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.